Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt, hinter der Kamera und vor der Kamera Robert Meyerhofer. Robert, du hast hier zwei, bin ich ja ganz froh und ganz stolz, zwei Bäumchen gepflanzt, einen Red Love Baum und einen Paradiesapfelbaum. Wie sind so deine Erfahrungen bis jetzt? Ich habe die zwei Bäume letztes Frühjahr gepflanzt und bin eigentlich sehr zufrieden. Gut, du darfst fast nichts anderes sein, oder? Nein, ich bin auch leicht parteiisch. Nein, aber im Ernst, letztes Jahr haben sie sich ganz gut entwickelt, sind gewachsen. Ich hatte an einem Baum zur Freude von meiner Frau die ersten zwei Äpfel. Okay. Und jetzt Mitte März sieht man schon, was dieses Jahr passiert, hier bei dem Red Love. Er ist über und über voll mit Blütenknospen. Wahnsinn, die Seitentriebe sind voll. Der Leittrieb, auch hier, ist voll. Man sieht hier beim Mitteltrieb, ich habe den letzte Woche ein Stück zurückgenommen, eingekürzt, um die Verzweigung hier anzuregen, dass es hier mehr Seitentriebe gibt, weil er doch noch recht kahl ist. Die bestehenden Seitentriebe unten habe ich bis jetzt nichts gemacht. Die sind noch ein bisschen steil, aber durch die vielen Blüten und die vielen Äpfel, die dieses Jahr hinkommen, werden die Seitentriebe ziemlich nach unten gezogen und man kann sich das Binden sparen und bekommt recht waagrechte Seitentriebe. Wie sieht es beim Paradiesapfelbaum aus? Auch hier kann man sehen, das ist eine andere Sorte. Das ist jetzt hier Utopia, die hat mehr Verzweigung. Aber auch hier, es ist an jedem Seitenzweiglein sind Blütenknospen dran, von oben bis unten. Auch hier, die Mitte ist schon gut verzweigt, darum habe ich die Terminale nicht gekürzt. Und die Seitentriebe unten, die bestehenden, muss man jetzt nicht binden. Durch die vielen Äpfel dieses Jahr werden die Triebe nach unten gedrückt oder gezogen und sind dann relativ waagerecht. Wie viel Kilogramm erwartest du jetzt pro Baum? Da muss ich jetzt passen, da ist der Obstbauer hinter der Kamera gefragt. Ich weiß es nicht, 5 bis 7 Kilo. Ja, ich denke 4 bis 7 Kilo sind möglich. Kommt ein bisschen darauf an, wie jetzt die Blüte durchkommt. Es wird sehr früh blühen, wie überall dieses Jahr. Aber grundsätzlich sind hier circa 5 Kilogramm sicher möglich. Und das ist schon super im zweiten Jahr. Wir können das dann im Herbst dann gerne mal nachwiegen und filmen dann. Genau. Na, es ist so, bei zweijährigen Apfelbäumen auf M9, die wir verkaufen, und unsere Niederstammbäume, die wir verkaufen, sowohl die Red Love Niederstammbäume als auch die Paradies Niederstammbäume, die sind auf M9 veredelt, werden zweijährig verkauft. Das ist ein größerer Baum, auch ein bisschen eine größere Investition, aber wir können eigentlich sagen, wir können garantieren, dass sie bereits im zweiten Jahr schöne und genügend Früchte ernten können. Und wir werden das jetzt mal mit Robert auch überprüfen. Genau.